Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso und wir sind hier im Ölsturz Hügelgrab und im Tempel und wir, ja, Tempel und wir haben da jetzt einiges durchsucht. Ich denke, das haben wir auch durchsucht. Ja, da ist nämlich nichts drin. Ja, eh klar. Und wir müssen da jetzt runter. Und bis jetzt habe ich ja fast noch gar nichts erwischt. Wir gehen da gleich einmal in Schleichmodus und schauen, was da auf uns zukommt. Wir sind entdeckt, aber von wem? Gibt's Friendly Fire? Das kann doch nicht sein, oder? Und wir haben da den einmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das da jetzt noch richtig mache, aber egal. Es macht bis jetzt ja noch Spaß. Und ich habe schon Muffensausen, wenn ich da durch die Gänge hirsch. Aber ich denke, ja, Schleichen ist immer noch besser. Wir werden das da einfach untersuchen. Wir bleiben da vorerst einmal. Leinentuch, die sind so schwer und brauchen wir die schlussendlich irgendwann einmal. Rolle des Feuerballs. Nehmen schwaches Gift der Lähmung. Okay. Und die lassen wir mal. Da ist wieder nichts. Da gibt's, ja. Auch nichts. Leinentuch, Leinentuch, Leinentuch. Ja, die haben es da mit den Leinentüchern. Echt wahr? Egal. Feental, komm, wir gehen weiter. Kommt da jemand? Seht ihr das? Hagner? Björn? Solin? Aha, da ist ein Marker. Und was heißt das jetzt für uns? Ich weiß, dass ich brauche Hilfe. Irgendwer braucht da jetzt Hilfe. Feental, was sagst du? Ja, gar nichts eigentlich. Aber Friendly Fire gibt es da nicht, habe ich gemerkt. Also können wir durch unseren Feental natürlich gleich einmal draufhalten auf die Feinde. So. Ich habe da jetzt schwerste Bedenken. Was ist denn da? Oh, oh. Ja, zuerst sehen wir uns da um, natürlich, ja, das ist ja wieder mal klar, da Doso in seiner Not. Und da. Ja, was ist denn mit dir? Wer schreit denn da? Was tut denn da? Feental, bist du das? Nee, du hast eine andere Stimme. Ja, dann hauen wir jetzt einmal drauf, ja. Ja, super. Ja, fuck. Ah. Feental, bleib da, du Kasperl. Das darf mich nicht kriegen. Hilfe! Ja, na klar, das war. Ja, mach doch nicht so einen Aufstand, verflixt noch einmal. Du, Feental, also du kriegst eine Belobigung. Wo bist denn du? Wo sind denn die Nächsten? War das jetzt schon alles? Wir hatten uns schon wieder entdeckt, verflixt. Ah, Frostbistgift, okay. Also mit den Schlangen haben wir es irgendwie, mit den Spinnen, ha? Arachnophobie. Feental, danke vielmals, lieber Freund. Ja, mach doch nicht einen auf Blöder. Dietrich, okay, eine mumifizierte Leiche, ja. Spinnenbeutel, ja. Holt mich hier raus. Die ist leer. Und da unten. Verlass mich nicht, um Arkais willen. Ja, verflixt, jetzt gib mal eine Ruhe. Verlass mich nicht, um Arkais willen. Und die ist auch leer. Hilfe! Ne Eier, die haben wir auch noch irgendwo. Da hinten habe ich was gesehen.
Sorry, Leute. Der hat wirklich Angst da hinten. Okay. Gut, durchsucht. Da war noch was. Wir werden da wieder. Ah, genau, das wollten wir, die Spinneneier und die ja plündern und wir, hier drüben. Hey, Alter, grüß Gott. Ja, du siehst vielleicht aus. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wo ist denn die goldene Klaue? Ja? Du bist ja der Böse. Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Gebt mir zuerst die Klaue. Gut, mal sehen, ob ich euch einen Kopf kürzer machen kann. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Bu-bu-bu-bu. Erschlagen? Sind wir so? Schmarrn. Wie helfen wir dir jetzt da raus? Es lockert sich. Ich kann es spüren. Okay, können wir das mit Feuer auch machen? Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Ich wusste doch, dass der das macht. Verflixt noch einmal. Das war gar nichts. So, und heilen sollten wir uns auch, oder? Ja, okay. Dann heilen wir uns kurz einmal. Und ist schon geschehen. Perfekt, komm her. Also, goldene Klaue haben wir hier. Ja. Die können wir zoomen, oder was? Ja. Können wir die ausrüsten? Ich habe auch keine Ahnung. Irgendwie, ja. Wir nehmen das einmal. Du Arvel. Tunika. Was hat denn der mit der Tunika am Hut? Okay, Leute. Abgeschlossen. Bring die goldene Klaue in deinen Besitz. Finde das Geheimnis des Ölsturzgrabs. Ja, vorher aber. Wir sind ja natürlich wieder am Suchen. Wir sind da durch einen Raum gerannt. Den haben wir noch gar nicht gecheckt. Und das werden wir gleich tun. Nämlich so. Da die Urne. Und jawohl, die ist leer. Also der hat schon einiges an Lebensenergie gehabt, der Junge. Die Leintücher, ich weiß ja auch nicht, was das da soll alles. Da, Einbalsamierungswerkzeug. Gewicht und Wert, ja haha. Das ist ein wenig leichter. Das ist schwerer. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. Das ist leer. Leinentuch. Cremis. Da schauen wir auch gleich rein. Gold. Gewöhnlicher Seelenstein. Ja. Da gibt es verschiedene davon. Cool. Ja, vielleicht sollte ich mich da ein wenig einlesen vorher, aber egal. So, wir schauen jetzt kurz einmal ins Inventar, weil vielleicht gibt es da eine Anleitung. Irgendwas raschelt da im Hintergrund. Wo ist denn das? Unter Sonstiges wahrscheinlich. Seelenstein, wo waren... Die goldene Klaue, da gibt's nichts. Können wir das ausrüsten? Du kannst diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Ja, wir können da vielleicht zoomen, oder wie? Aha. Auch nichts. Okay. Gut so. Dann schleichen wir wieder
gehen in Deckung und dann auch in den Modus. Du bist leer. Aber ich glaube, wir könnten dann noch was lesen. Haben wir nichts zum Lesen? Sonstiges? Goldene Klaue, ja, haha. Ich habe auch keine Ahnung. Da gibt's nichts, gell? Bücher, Schriftrollen. Aha, da müssen wir da rein einmal. Meine Finger zittern, ich halte die goldene Klaue endlich in Händen mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden. Dieser Schwachkopf Lucan Valerius hat keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ölsturz-Hügelgrab war. Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Und? Ja, ausrüsten kann ich das Zeug nicht, weiterblättern auch nicht. Dann haben wir das einmal. Und das Buch, Geschichten, Kopf. Geld und Mischtaktiken, nichts mehr. Schriftrollen hatten wir da auch eine. Rolle des Feuerballs, eine Feuerexplosion, die in einem Radius von 5 Metern 50 Schaden verursacht. Aha. Zu Favoriten hinzufügen und pipapo. Das ist jetzt wieder was ganz was anderes. Das werden wir uns dann anschauen. Gut, wir gehen da mal weiter. Und so wie ich sehe, schleichen wir da noch recht flink und flott. Das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Da sind wir jetzt ganz leise. Ah! Oh. Okay. Schaut euch unseren Elfen an. Der kann ja kämpfen. Unglaublich, ja? Wir schauen mal, was die da drauf haben. Die Nordkrieg-Axt und Gold. Und den Pfeil hätte ich auch gern. Okay. Nicht so gierig werden. Immer diese Äxte und altes Nordschwert. Okay, da ist noch einer. Ja. Eisenschild, Eisenbahn, Gold, Knochenmehl, ja, Kupfer, Diadem. Oh, das ist wahrscheinlich was ganz Gescheites. Aber egal, der ist auch leer. So, und du, Alter, liegst da? Nee. Und da? Ja, der rührt sich auch nicht mehr. So, ja, hallo, Traugr, wie heißen die Traugr? Hey, ich will euch ja nicht erschrecken, Leute, aber das scheint ja eine Gruft zu sein. Egal, so, da durchsuchen wir noch alles. Und da noch schnell und hey alter Traugel und du noch da, aha, du nix, du da, auch nix, okay, da vorn sind noch ein paar. Was war denn das jetzt? Eine Falle? Ja, war ja doch klar. Okay, Leute. In diesem Sinne, wir machen hier, bevor wir hier weitergehen, weil das scheint, ja, das scheint eine extrem böse Falle zu sein,
wieder einen kurzen Schnitt. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt sie nicht weiter. Und wir sehen uns da wieder in der nächsten Halle, denke ich mal. Ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso und ciao.